Ich werde so lange keine Ruhe geben, bis auf der New Yorker Fifth Avenue kein Mercedes mehr rollt. So soll Trump nach Auskunft von Diplomaten das Ziel seiner Zoll- und Handelspolitik zusammengefasst haben. Wahrgemacht hat er das zwar noch nicht, aber dass der US-Präsident es ernst meint, hat er wieder einmal bewiesen. Ab heute werden Stahl und Aluminium aus Kanada, Mexiko und der EU mit hohen Zöllen belegt. Diese Entscheidung sei illegal und ein Fehler, so der französische Präsident Macron in einem Telefonat mit dem US-Präsidenten. Die EU will zurückschlagen. Schon in 3 Wochen könnten die Importzölle auf amerikanische Waren wie Motorräder, Jeans oder Whisky angehoben werden. US-Handelsminister Ross lässt diese Drohung kalt. Selbst wenn die EU sich rächt und selbst wenn es andere tun, wird das noch nicht einmal 1% unserer Wirtschaft ausmachen. Für die Verbraucher in Europa würden einige Produkte allerdings deutlich teurer. Außerdem könnte das Weiße Haus noch mal nachlegen mit den angedrohten Strafzöllen auf europäische, sprich deutsche Autos. Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt deshalb weiter auf Verhandlungen. Es ist uns schon einmal gelungen, eine US-Zollmaßnahme wieder außer Kraft zu setzen durch gemeinsames und geschlossenes Auftreten der Europäer. Und ich bin zuversichtlich, dass es sich lohnt, diesen Einsatz weiterzuführen. Die Stahlexporte in die USA haben einen Wert von 1,5 Milliarden Euro. Bei den Autos sind es schon 27 Milliarden.